Und wieder in einer neuen Folge Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider natürlich. Gefunden. Haha. Sprengsätze legen. Arschlöcher. Das Grab des Propheten. Nach all dieser Zeit. Das Artefakt? Da drin. So Gott will. Aufmachen. Vorsichtig. Es könnte äußerst gefährlich sein. Wer zur Hölle sind Sie? Sie sind doch so clever. Ich vermute, das wissen Sie schon. Trinity. Wo ist das Artefakt? Ich habe keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Spielen Sie keine Spielchen! Sie haben uns hierher geführt. Hören Sie. Der Sarg war leer, als ich ankam. Da war keine Leiche und definitiv kein Artefakt. In Deckung! Eiskalt, die Kleine. Und jetzt müssen wir rennen. Leck mich nicht am Arsch. Schnuff, Alter. Komm ein bisschen in die Kuscheln. Wow. Leck mich doch nicht am Arsch. Warum muss das immer so stressig sein hier? Oh, komm, Mutti, lauf zu. Nein! Zu früh gesprungen, ich voll besoffenes Dreckschwein. Ja, komm, lad hin, Alter. Wir müssen hier. Jetzt schaffen wir es, den Mist. Ja, typisch Tomb Raider. Jonah! Lara! Ich muss dir so viel erzählen, aber ich... Warst du beim Grab des Propheten? Natürlich. Aber ich wurde verfolgt. Was? Von wem? Sie nennen sich selbst Trinity. Sie wollten mich ausschalten. Was zum Teufel ist hier los? Du machst mir langsam Angst. Das Grab war leer. Aber ich glaube, sie wollten die göttliche Quelle. Das Artefakt, das dein Vater gesucht hat?
Da ist noch mehr. Da war dieses Symbol im Grab. Ich wusste, dass ich es kenne. Es hat mich verrückt gemacht. Dann fiel es mir ein. Es steht hier drin. In einem von Dads Büchern. Hör dir das an. Die verlorene Stadt Kitesh verschwand angeblich in Sibirien irgendwann im 12. Jahrhundert. Legenden nach soll die Stadt direkt vor der Invasion der Mongolen in einem See versunken sein. Und die Verbindung zum Prophetenartefakt? Das gleiche Symbol. Lara. Wenn die göttliche Quelle in den Ruinen von Kitesh ist und auf ihre Entdeckung wartet, muss ich dahin. Nach Sibirien? Ist das ein Witz? Überleg doch, wenn dieses Ding wirklich das Geheimnis der Unsterblichkeit lüftet, das würde alles verändern. Krankheit, Leiden, Tod, vorbei. Hörst du dir eigentlich selbst zu? Jo. Jonah, wir haben schon so viel durchgemacht. Du weißt, da draußen gibt's mehr. Es könnte wahr sein. Das ist mir völlig egal. Ich habe zu viele Freunde verloren. Ich will dich nicht auch verlieren. Dad kam nie auf die Verbindung zu Kitesh. Er hat hierfür alles geopfert. Einschließlich dich. Hör auf, dir an allem die Schuld zu geben. Es war seine Entscheidung. Ich kann ihn nicht aufgeben. Nicht jetzt. Ich habe nur das. Das stimmt nicht. Und wenn du mal 5 Minuten Pause machst, siehst du das vielleicht. Oh, ganz cool, Alter. Schreib mich doch nicht an. Bin sensibel. Siehst du? Und schon alles weggeworfen. Jonah. Scheiße, Lara. Was machen wir jetzt? Ich habe sie hingeführt, Jonah. Wenn es die göttliche Quelle gibt, müssen wir sie zuerst finden. Sibirien, wir kommen. Ja, jetzt wird's ein bisschen kalt. Die Winterjacke angezogen und ab geht's. Hast doch mich. Okay, ich guck mal schnell hier noch rum. Finden Sie einen Unterschlupf? Ja, machen wir. Und wieder eine Trophäe. Das sieht aber zu geil aus. Bewegen. Ja. Krieg mal schon hin, Pläne. Komm schon. Du schaffst das. Mach schon.
altes Camp. Machen wir gleich mal ein bisschen Feuer hier unten. Okay. Okay. Jetzt Feuer machen. Puh. Was? Feierabend machen? Sammeln wir Material für Feuer und Unterschlupf. Ach so, okay. So. Wo? Oh, da vorne. Da zeigt es mir alles an. Die leuchtet aber wohl langsam. Das ist ja... Oh, knack! Okay, das könnte gehen. Nicht genug für die Nacht. Ja, Moment, warte. Ich muss mehr sammeln. Trocken genug zum Brennen. Hoffe ich. Na, was denn, hoffst du oder ist es nur noch trocken? Noch frisch. Kein Fleisch, aber vielleicht irgendwas nützlich. Scheiß Wölfe. Zum Camp. Alter, ein Sturm. Ja, mal gar nicht. Also mir würden die Klöten abfrieren, das wüsste ich. Oh, ein Holz-Iglo. Unsere Leute durchkämmen die Ruinen in den Bergen. Falls das Artefakt hier ist, finden wir es. Was ist mit den Verbliebenen? Sie leisten weiterhin Widerstand. Aber wir werden die Situation bald unter Kontrolle haben. Gut. Trinity vertraut ihnen. Trinity. So, Rambo. Nee, Rambini. Ich brauche einen stärkeren Bogen. Okay. Wäre dieser Schmerz bloß nicht so vertraut. Als würde ich einem alten Feind begegnen. Er will mich vernichten. Er will, dass ich mich hinlege und sterbe. Werde ich aber nicht. Ich kann nicht. Es ist etwas hier. Es muss so sein. Sonst wäre Trinity nicht in dieser Schneehölle. Ich hoffe nur, Jonah geht es gut. Okay. Dass er hier weggekommen ist. Ich konnte nicht riskieren, ihn bei mir zu haben. Bauen wir mal um. Der Schmerz, ihn zu verlieren. Er wäre nicht zu ertragen. Das ist mein Weg. Ganz allein. Waffenwechsel im Waffenmenü können Sie zwischen verschiedenen Waffen desselben Typs wechseln. Jede Waffe verfügt über einzigartige Statistik und Upgrades für das individuelle Kampfgefühl sorgt. Okay. Wir haben alternative Outfits. Das ist schon mal ganz cool. Und es kostet uns gar nichts. Was nehmen wir? Sibirische Waldhüter. Okay. Schattenläufer. Jawohl. Oh, das lädt ab. Oh. Komplett schwarze Kleidung mit Taktikweste und passender Kappe. Outfit Bonus, das Abfeuern von Kugeln und Patronen reduziert ab und an nicht die Menge der verfügbaren Munition. Raues Sweatshirt mit Kapuze unter dunkler Lederjacke. Lässige Kleidung für ein einfaches Leben. Erhöht die Tragekapazität jeglicher Munition. Ach, das ist ja wohl geil. Fett. Okay, jeglicher Schaden durch Raubtier wird gesenkt. Gewährt die Chance, einer exotischen Tierressource von gewöhnlichen Tier zu erbeuten. Reduziert Schaden durch griechisches Feuer. Was ist denn das? Und Outfit Abfeuern vom Pfeil reduziert ab und an nicht die Menge der verfügbaren Munition. Sperber, wie sieht das aus?
Ach du Scheiße. Das sieht ja aus. Ja, ich nehme das übelst geile Outfit. Abfeuer von Kugelpatronen reduziert ab und an nicht die Menge der verfügbaren Munition. Aber bleib mal bei denen. Wieso 16? Ach du Scheiße, wie viel gibt's da noch? Und Arctis Outfit. Whiteout Jacke. Outfits ist ja krass. Aha. Geistweber. Manuelle Heilung gewährt die Chance, Wunden zu verbinden und Ressourcen zu verbrauchen. Das ist natürlich okay. Ich laufe mal mit der jetzt so rum. Okay, vorne stand irgendwas da. Wir haben sogar schon Waffen. Fähigkeitspunkte. Was setzen wir die? Kämpfer, Nahkampf und Heilungsfähigkeiten. Jäger, Plünderungsfähigkeiten, Fertigungs- und Erkundungsfähigkeiten. Wir haben Dickhäuter. Herz aus. Sie erleiden erheblich weniger Schaden durch Explosion. Herz aus Stein. Effekt verstärkt sich mit Herz aus Stein. Okay. Inventar. Mhm. Munition, wir können Pfeile herstellen und sowas dann. Das ist auch schon mal klasse. Was haben wir an Waffen? Bogen. Die Kletteraxt und unsere Outfits, mehr nicht. Okay. Blutsbande freigeschaltet, der Inhalt zum Herunterladen. Blutsbande wurde freigeschaltet und könnte jetzt über das Hauptmenü geöffnet werden. Cool. Also, wir haben echt viel. Das ist krass. So, wir können auf die Jagd gehen. Das ist auch schon mal cool. Wir haben noch ein bisschen Holz. Das nehmen wir uns gleich mal mit. Komme ich nicht hoch. Schade. Hätte das sein können. Okay. Gibt es da noch irgendwas, was ich machen kann? Nee. Okay, dann begeben wir uns mal in die Richtung jetzt hier. Da haben wir auch noch ein bisschen was. Sind wir natürlich gleich mit. Dass wir ein paar Ressourcen haben. Das ist da, wo ich gerade hoch wollte. Da ist irgendein Vogelnest, oder? Was ist denn das? Was ist da drin? Ah, Federn. Das ist klar. Federn können sie Waffen verbessern und Pfeile herstellen. Das ist auch schon mal sehr gut. Sehr praktisch. Was ist da unten? Kann man die Taube abschießen? Was auch immer das gerade war. Ich muss das hier erstmal selber alles ein bisschen checken. Hui. Ach, das ist eine Ente. Dann muss ich den Kopf treffen. Dann muss das aber ruhig bleiben. Oh, fuck. Nein. Verdammte Axt. Ach, ne, dann hau ab. Okay, hier ist irgendwas. Ah, Karte aktualisiert. Cool. Jetzt sehen wir schon mal mehr, was es hier so Schönes gibt auf dem Weg. Das ist gut. Ja, ja, Karte aktualisieren. Forschertasche. Kann man nicht machen. Das bekomme ich noch nicht runter. Aber hier rein. Toll. Wo sind ein paar Federn? Es wird's aber dies. Ich halte die Esse fest. So, okay. Wir machen jetzt mal noch ein kleines Päuschen. Aber erst noch das aufnehmen. Mongolisch. Ein Jahr lang ritt ich mit einer Armee der Mongolen als Abgesandter des Trinity-Ordens.
Irkan ist ein großer Kriegsherr, wenn er auch Heide ist. Unter meinem Einfluss wurden Nationen gestürzt, Städte verbrannt und Prinzen getötet. Immer auf der Suche nach dem Propheten. Unser Massaker an den Rus war nicht umsonst. Denn unter der Beute fanden wir endlich die Karte. Und jetzt, heute Morgen, nach langer Zeit in den Bergen, sahen wir Gebäude in einem grünen Tal, umgeben von Eis. Wir haben Kitesh gefunden. Ich erzähle dem Khan von den Reichtümern, die ihn erwarten, und das treibt ihn an. Aber der wahre Sieg wird Gott gehören, wenn wir die Lügen des Propheten von der Erde tilgen. Endlich wird die göttliche Quelle uns gehören. So, und da habt ihr zum Schluss der Folge noch eine kleine Geschichte gehört. Und ja, wir sehen uns dann nachher später wieder bei Tomb Raider. Ciao!